Klingberger Kalligrafiekurse. Das Thema des Kurses vom November 2015 heißt eine künstlerische Handschrift. Wir werden uns mit der Motorik des Schreibens beschäftigen. Wir werden sehen, wie man am günstigsten seine Motorik einsetzt, um einen flüssigen Schreibfluss zu erzielen. Die Idee ist, eine Kunstform des Alltags zu finden, sodass jedes kleine Schriftstück, was man anfertigt, auch schon ein kleines Kunstwerk ist. Da werden wir die Elemente aus der Kalligrafie und aus der Handschrift verbinden. Mir kommt das Ganze sehr entgegen. Ich habe früher Sport studiert. Der eine oder andere kennt meine Geschichte. Ich bin, bevor ich meine private Musikschule aufgemacht habe, hatte ich ein ganz normales Lehrerstudium gemacht. Eins meiner Fächer war Sport. Die Erfahrung, wie gesagt, aus dem Sportstudium verbunden mit der Kalligrafie. Auf diese Art und Weise bin ich zu meiner neuen Handschrift gekommen. Jeder soll natürlich jetzt seine eigene Handschrift entwickeln, aber wir werden versuchen, die wichtigsten Elemente herauszuarbeiten, die die Grundlage einer guten Motorik bilden. Und wenn die Motorik stimmt, dann wird insbesondere bei einer Handschrift dann auch das Ergebnis gut aussehen. Das wird also das Thema sein. Kurz noch zu Klingenberg. Wir haben dort Unterbringung, Verpflegung und Seminarräume in der Bildungsstätte. Also kein Grund, irgendwo nochmal zum Einkaufen und so weiter zu gehen. Alles finden wir in der Bildungsstätte. Wer Interesse hat, sportlich interessiert ist, vor dem Frühstück am Sonnabend und am Sonntag gibt es eine kleine Joggingrunde, natürlich nur freiwillig. Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Ja, ich hoffe, das Thema sagt Ihnen zu und wir sehen uns dann im November in Klingenberg.